So, es geht los. Teil 1 einer neuen kleinen Vlog-Serie, Leute. Ich war gerade mit dem Omar beim Einkaufen und wir haben uns vorbereitet auf einen kleinen Cut. Also auch eine kleine Definitionsphase in Anführungszeichen. Schon mal vorweg, ich bin jetzt keiner, der sagt, hey, man muss jetzt die riesen Massephase machen, dann die harten Definitionsphasen. Aber beispielsweise nach der FIBO hatte ich so eine Phase, wo man einfach mehr isst, nicht mehr auf die Kalorien schaut, einfach auch viel ins Restaurant geht und so weiter. Und jetzt will ich mich nochmal für LA die nächsten 6 Wochen nochmal richtig schön vorbereiten. Es sind, glaube ich, sogar nur noch, ja, es sind nur noch 5 Wochen. Und jetzt habe ich einen kleinen, einen kleinen Einkauf getätigt und werde ich euch jetzt zeigen. Zunächst mal, ich habe sehr, sehr viele Linsen und Bohnen mir geholt als Proteinquelle. Wenn es mal schnell gehen muss, die Bohnen hier so drin. Ansonsten lasse ich die Linsen ganz gern aufweichen. Die habe ich jetzt hier. Augenblick. Als hier die Proteinquelle. Linsen lasse ich aufweichen. Könnt ihr hier sehen. Die haben 25% Protein. Sehr gut. Lasse ich immer 1 bis 2 Tage aufweichen. Und dann nehme ich noch Kurkuma, verschiedene Curry-Gewürze, dass der Körper die besser verdauen kann, besser absorbieren kann. Und dann müsst ihr auch nicht so viel blähen. Wenn ihr die einweichen lasst und dann erst kocht, habt ihr da deutlich bessere Karten. Dann war ich und habe mir Bananen gekauft. Ja? Und ihr seht, ich mache es immer so. Beispielsweise seht ihr hier immer reduzierter Preis, weil die schon fast reif sind. Ihr wisst, wenn die Bananen reif werden, verändern die Kohlenhydratstruktur. Die werden viel nahrhafter. Es ist also ganz wichtig, dass ihr die Bananen reifen lasst und nicht einfach immer hin. Denn die meisten Läden sagen, oh, wenn die Bananen nicht mehr so perfekt aussehen, also nicht mehr komplett Soßen im Endeffekt, dann verkaufen die schon gar nicht mehr. Und ich gehe dann immer hin und kaufe die Bananen im reduzierten Preis. Hier könnt ihr es gleich sehen. Wow, rutsche ich jetzt hier um. Zack, 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 zack. Bam, hier sind wir. Also, Fettbananen eingekauft als Kohlenhydratquelle. Ich war hier beim Naturgut. Also hier Bananen, Kohlenhydratquelle, dann natürlich noch sehr viele Beerenfrüchte. Nehme ich oft hier in gefrorener Form, aber natürlich auch frische Beerenfrüchte. Also Früchte, Kohlenhydratquelle, sehr, sehr wichtig. Gehe ich immer hin, hier Früchte und dann Gemüse. Gemüse, frisch, gefroren, nicht alles Bio, aber ich versuche so viel Bio wie es geht. Hier auch noch ein paar Früchte und da seht ihr schon, die zwei wichtigsten Komponenten sind für mich zum einen mal eine fettarme Proteinquelle in Form von Linsen, Bohnen. Dann habe ich noch was eingekauft und zwar, wo haben wir es? Quinoa hatte ich noch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo der Quinoa hingekommen ist. Aber den habe ich auf jeden Fall noch. Also Quinoa, Amaranth, sehr gute Quellen. Dann hat natürlich viel Grünzeug, Salat, Spinat, diese ganzen Sachen, die fahren ja auch irgendwo rum. Ich weiß aber nicht wo. Muss ich mal nachher noch nachschauen. Und wir werden jetzt erstmal die erste Woche nicht anfangen mit so krass Kalorien zählen. Ja. Und werden jetzt auch nicht schauen, wie viel Protein, Kohlenhydrate, Fett in der ersten Woche. Mache ich einfach so, dass ich aufhöre, so viel ins Restaurant zu gehen. Ja. Dass ich mich einfach sauber ernähre. Und dass ich wirklich gucke, dass erstmal die Einkaufsliste passt. Das heißt, Schritt 1, korrekte Einkaufsliste. In den weiteren Schritten, ah, hier haben wir das Zeug, ja. Hier, Spinat, Grünkohl. Und dann im zweiten Schritt gehen wir jetzt die Kalorien an, gehen wir die Proteine, Kohlenhydrate, Fette an, Mikronährstoffe, das Training und so weiter. Das heißt also, hier nochmal ein kurzer Überblick. Deckt euch ein mit diesen Sachen. Kartoffeln sind auch super. Und dann seid ihr schon mal von der Sicht aus gut versorgt. Einkaufsliste haben wir also mal plus minus ein bisschen abgehakt. So Leute, die erste kleine Cardio-Einheit habe ich jetzt drin. Ich war vorhin ein bisschen verplant, ich weiß. Puh. Kurze Nacht, früher Morgen, die Kombination ist nicht immer ganz gut, weil ich ja echt mega wenig Schlaf brauche. Zu meiner morgendlichen Routine kommt natürlich jetzt immer mehr, ja. Ich werde jetzt in jedem Video immer ein paar Infos bringen, immer mehr Infos, die auch mehr strukturieren und so weiter. Jetzt kommt mein Ingwer und mein grüner Tee. Und ihr seht hier, ich nehme immer irgendeinen grünen Tee, der in der Ursprungsform aussieht. Hier haben wir es gleich. Zack, wie so Blätter. Also nicht diese Teebeutel, denn da sind schon sehr viele Inhaltsstoffe gar nicht mehr drin mit enthalten. Wir haben jetzt hier Antioxidantien. Was sind Antioxidantien? Das sind im Endeffekt Inhaltsstoffe,
die zusätzliche Elektronen haben und somit freie Radikale, Säuren und so weiter neutralisieren. Das heißt, ich fange den Tag immer basisch an. Ich nehme immer Greens, ich nehme immer meinen Tee, ich hau noch Ingwer mit rein, ich mache Maca-Pulver und so weiter und so fort. Dazu natürlich mehr später. Es ist einfach sehr wichtig, einen guten Start in den Tag zu haben, körperlich als natürlich auch mental. Das heißt, damit geht's jetzt los. Hier ist der grüne Tee schon fertig. Den Ingwer presse ich immer mit so einer Knoblauchpresse da rein. Natürlich vorher schälen. Das war Schritt Nummer 1. Die Einkaufsliste haben wir schon. Jetzt kommen wir dem Ziel langsam immer näher. Hier habe ich schon meine erste Mahlzeit auch vorbereitet. Kommt noch einiges mit dazu, aber auf jeden Fall hier wieder Spinat, Karotten. Ich nehme da also immer unterschiedliches Gemüse. Habt ihr mein Video gesehen über Ekelshake? Könnt ihr nochmal anschauen. Auf jeden Fall ist die erste Mahlzeit des Tages immer für mich sehr viel Rohkost. Ich will immer schauen, dass ich sehr viel Minerale aufnehme, dass mein Körper basisch ist, dass ich einfach fit bin. Ja. Und ich will am Anfang den Insulinspiegel noch nicht so spiken, denn die Kalorien werden ja immer sukzessive zurückgehen. Und ich will eben den Hunger immer unter Kontrolle haben, den Insulinspiegel immer unter Kontrolle haben. Und was ich auch machen werde, ist, ich werde Intermittent Fasting machen, also intermittiertes Fasten. Ich werde nicht oft essen, ich werde große Mahlzeiten essen. Und das werdet ihr alles noch sehen. Also bleibt dran. Ich hätte es fast vergessen, was bei mir auch nicht fehlen darf jeden Morgen. Zitrone oder Limette, Vitamin C, hat natürlich nicht den höchsten Vitamin C-Gehalt. Alle denken, Zitrusfrüchte, Grapefruits und so weiter sind da der King. Der King ist eigentlich da drüben im Ekelshake. Spinat, dunkles Grünzeug ist das Vitamin C betrifft wirklich der King. Ich habe ja auch noch andere Geschichten, wie beispielsweise natürliches Acerola-Pulver. Ich habe da unterschiedliches Grünzeugpulver und so weiter, denn ich bin ein Fan davon. Bei Vitamin C deutlich, deutlich, deutlich höher zu gehen als die empfohlene Dosis. Ja, die empfohlene Dosis von 800 Milligramm ist wirklich gerade mal so viel, um den Skorbut zu verhindern. Aber ich bin nie krank, Immunsystem immer top. Ich dosiere immer deutlich höher und je nachdem, wie viel Sport ihr treibt, kann man sich. Und hier muss ich jetzt den Disclaimer machen: Ich bin kein Mediziner. Ich weiß nur für optimale Leistungen. Und wieder, ich mache einen Disclaimer: Ich bin kein Arzt. Forscht selber nach, 2000 bis 8000 Milligramm. Schaut euch mal, was die ganzen Sportler und die Leute sich reinziehen, die richtig gesund sind. Und wenn ihr auch supplementiert, ich nehme da auch mal hier und da was extra, aber dann immer aus natürlichen Quellen, nichts Synthetisches, keinen künstlichen Schrott. Ja, bis nachher. So Leute, grüner Tee nachgeschüttet, denn beim ersten Aufgießen werden nicht alle Inhaltsstoffe aus dem Tee rausgezogen, deswegen Runde 2 und der Ekelshake. Mit den Supplements, mehr dazu beim nächsten Mal. Ich nehme meine Supplements gerne morgens. Und jetzt werde ich das ganze Ding hier mal durchmixen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sehen wir es. Sieht sau eklig aus, ist es auch. Und ich werde es mir gleich reinziehen. Bis zur nächsten Mahlzeit. Bleibt dran. So, Leute, die nächste Mahlzeit. Quinoa, Himbeeren, Blaubeeren, Kirschen sind sogar drin und eine Mango. Die Mango, die presse ich dann auch hier oben aus für den Saft. Und dann haben wir also hier nochmal wirklich Antioxidantien mit drin, Vitamine, ja. Wir haben ja alles Mögliche mit drin. Und ich leere mir jetzt sogar noch meine eigene Mikronährstoffergänzung oben drauf. Die werde ich euch dann beim nächsten Mal zeigen. Und hier mein Abendessen auch schon vorbereitet. Schön Linsen mit Curry, mit Kurkuma, mit Garam Masala, mit grünen Bohnen und mit Meersalz. Warum Meersalz? Da gibt es dazu mehr beim nächsten Mal. Die Easy Sucks Stringer werden bald wieder auf Lager sein. Yeah! Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Zu dieser Mahlzeit. Ich mache noch eine Banane oben drauf. Ja? Das ist dann noch richtig geil. Und das war es eigentlich im Endeffekt schon von den Mahlzeiten heute. Ja? Dreimal. In der vorigen Mahlzeit war noch ein Proteinshake mit drin. Ja? Über Kalorien, das ganze Zeug unterhalten wir uns beim nächsten Mal. Hauptsache ist Low Fat, Medium Protein, viele guten Kohlenhydrate, unverarbeitetes Essen. Das heißt also, geht nicht her und esst Sachen, die industriell schon 10-mal verarbeitet wurden. Braucht ihr alles nicht, jetzt habt ihr mal eine Idee bekommen. Natürlich werden mehr Einkaufslisten folgen, mehr Fitnesseinkäufe und so weiter. Aber für heute mal die Message: Esst sauber. Die Mengen pendeln sich dann relativ gut von selber ein. Obst, Gemüse, Reis, Quinoa, Linsen, Bohnen, ja, dann wäre also alles mit drin. Nehmen wir bis morgen und jetzt gehen wir Schritt für Schritt immer mehr ins Detail, auch was Training betrifft, Cardio und, bleibt also dran. Ciao.